Heute fand der Community Day mit Quiekel statt und ich werde Mammutl spielen in Meister Primär. Mit einem Team, welches ich mir drei Minuten lang oder in drei Minuten aus den Fingern gesaugt habe. Schauen wir mal. Doppel-Eis wollte ich. Walreiser und Mammutl. Dann habe ich das eingetragen und es kamen ein paar Vorschläge. Ich verliere hart gegen einen Macho zum Beispiel unter anderem. Oder gegen sowas wie Dragoran oder... Na, Gyarados ist auch ein bisschen nervig. Ja, Metagross wurde dann ausgespuckt, weil wir sind ja bei Mammutl ein Boden-Pokémon. Na und aus dem Grund ist Wasser leider gegen Mammutl effektiv. Aber schauen wir mal, bisschen Energie gebunkert. Okay, wenn das das ist, was ich denke, dass es ist, dann könnte das vielleicht was werden. Schauen wir mal, es gibt nämlich Gyarados Doppelfee oder Gyarados Doppelcharm. Wie auch immer man es nennen möchte. Yo, ich hoffe, ihr hattet, wer das Video heute schaut. Im Grunde, wenn ich das sage so, und man hört heute, jeder schaut es heute so im Grunde. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Community Day. Na und habt ein paar Quiekel eingetütet, weil Mammutl ist wirklich so unfassbar stark. Sowohl hier in der Go-Kampfliga, wirklich fein. Na, aber auch... So, Moment. Ah, schade. Schade, Schokolade. Ich wusste nicht, ob ich ja diesen Bonus bekomme, wenn ich noch eine Sofortattacke mache. Aber Schild kommt sowieso rein. Okay. Wir warten noch ein bisschen. Oh, aber das mit Gyarados wird eine miese Nummer. Eine Kaskade gegen Mammutl. Schauen wir mal. Hier farmen wir runter. Ja, das ist wirklich so stark im Raid und... Weil man sie eben direkt auch für beide Typen verwenden kann und wer es pusht, kann es hier im PvP verwenden. Das ist wohl eine der besten Investitionen, die man in Pokémon Go tätigen kann. Na, ernsthaft. Und wenn das Event jetzt bei euch vorbei ist, tauscht noch ein bisschen mit euren Leuten. Ich muss sie auf jeden Fall schilden, auch wenn es vielleicht ein Nuzlocke ist, was bitter wäre. Es ist leider einer, weil wozu Knirscher? Obwohl, da habe ich gehört... Bei manchen... Oh, ich gehe nochmal rein. Da habe ich gehört bei manchen, dass sie da eventuell sogar Wutanfall spielen, obwohl... Knirscher-Wutanfall war so die Theorie oder die Aussage, weil Kaskade sowieso schon den Wasserschaden hat. Oh, perfekt. Naja, perfekt würde ich nicht sagen. Wieso hat man diesem Dragoran Kraftkoloss gegeben? Das macht mich... So sauer, dass ich diese Bubbles einfach irgendwie wische. Normalerweise mache ich das immer schön stilvoll. Aber komm, du hast Orkan, bitte, als zweite Attacke. Nein, alle mit Kraftkoloss unterwegs. Ich habe hier kaum Energie. Ich glaube, du warst vielleicht so zwei, drei Feuer, oder? Vom Kraftkoloss entfernt und der hätte schon besiegt. Glaube ich schon, obwohl du einmal abgeschwächt bist. Das war eine knappe Nummer. Und ich habe gerade effektive Ladeattacken. Ne, perfekt. Ja, also wer nach all meinen Predigten auf Spieletrend und hier und überall noch immer kein, nicht mal ein Mammutl gepusht hat, da kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Also wirklich, so Mammutl heftig. Tauschen. Tauschen. Lucky bekommen, Attacke ist völlig egal. Antikkraft wäre die besondere Attacke, aber die verwende ich nicht. Wenn, dann ist es im Grunde eine PvP-Attacke. Aber spätestens auch Zeit, Pferdestärke. Okay. Ich schaffe leider nicht... Zwei davon. Da schauen wir mal. Aber Staloboar Gyarados, das ist wirklich eine häufige Kombi. Das ist da, wo ich dann immer mit meinem Relaxo reinkomme. Ich weiß echt nicht. Also hier kommen leider die Knirscher. Wartet mal. Einmal Schilden runterfarmen. Bitte keine Verteidigungssenkung. Okay. Ich glaube,
Ich glaube, das kann klappen. Oh, Gegner timed gut, dass ich nicht mal eine Sofortattacke durchbekomme. Einmal Schilden runterfarmen. Nein, noch nicht diesen. Ich hoffe, du schaffst jetzt nicht noch eine. Okay, okay. Damit lässt sich leben. Damit lässt sich wirklich leben. Und dann den Schlagbohrer abfangen. Ah, schade. 3, 4, 5. Oh, das ist aber gut. Das ist aber dafür gut. Das war ein Gleichstand, aber der Gegner weiß, dass das kein Erdbeben ist. Von daher schauen wir, ob ein Schild kommt. Es kommt ein Schild. Dann gehe ich beim nächsten Mal einfach direkt auf Sternenhieb. So, Gegner ist auf 0. Stalubar Garadas, was ist da immer am Ende noch? Das weiß ich gerade nicht. 1, 2, mhm. Und 4 und mhm. Und ich warte noch, ich warte noch. Ich weiß, dass es effektiv ist und so. 1, 2, 3, 4. Gegner wechselt nicht, sieht sehr gut aus. Also, nicht sehr gut, aber ist schon mal ein gutes Zeichen. Weg mit dir. Finde ich gerade witzig. So, nur kurz checken. Gegner hat 6 Sofortattacken. Finde ich gerade witzig, weil ich eben selbst auch Mammutl spiele. Der Gegner hat genau die Lawine. 7, 8, 9. Zweimal Eissperre bekommst du immer einmal Pulverschnee. Ich versuche aufs Erdbeben zu gehen, anders kann es sowieso nicht klappen. Schauen wir mal. Nö. Verliere den Gleichstand. Schade. Also glaubt nicht, dass das Video irgendwie verzögert ist. Ich habe das schon gesagt, bevor der Gleichstand da war, aber das konnte man schon vorausschauend da sehen und planen. Von einem Mammutl vernichtet. Finde ich aber nicht schlimm. Von einem Mammutl wird man sehr gerne vernichtet. Und wo war dieser Gegner, als ich gestern mein Team mit Macho vorne gespielt habe? So, das ist ja, der Macho mäht auch durch manche Teams durch. Das ist klar, das kann ich euch aber mal verraten. Und wenn ihr Mammutl spielt, dann sollte man vielleicht schon, vor allem wenn ihr Krypto-Macho spielt, eine kleine Antwort. Oh, wo waren die ganzen Teams gestern? So wirklich, wo ich Macho gehabt habe. Ah, mit Kaskade. Mit Kaskade ist wirklich schade. Mit Feuerodem geht ja noch klar. Aber mit Kaskade ist das nicht so wunderbar. Okay, Gegner entscheidet sich für einmal Schilden runterfarmen. Gefällt mir auch. Oh, nein, Gegner entscheidet sich für... Das ist mal fein, glaube ich. Das ist sogar mal sehr fein. Wir gehen hier rein und schauen, wie es weitergeht. Problem hier mit den Kaskaden, die tun schon summa summarum auch ein bisschen weh. Und wenn nun eine Verteidigungssenkung kommt, ich habe sie noch nie bekommen in der Folge, von daher wird mal passieren, nein... Okay. Boah. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Da wäre vielleicht ein Schild schon gut gewesen. Hä? Nein! Ich dachte, die erreiche ich noch. Das war ja mal komplett schlecht getimed. Und ich befürchte, der Stahlober ist noch nicht mal in Erdbebenreichweite. Nein, das klappt gerade nicht. Aber ihr seht, mein altes Legendenteam, ich glaube, das funktioniert noch, weil das zerlegt... Hätte der vorherige Gegner nicht genau diese Kombi haben können? Am Ende noch ein Togekiss gegen mein... Oh, Moment mal. Ja doch, gegen meinen Walreiser. Die Charm. Die Charm. Die tun zu sehr weh. Ich habe noch 2 Schilde, aber... Deine verbleibenden Pokémon haben keinen Sofortattackendruck. Also schauen wir mal. Na. So. Er wird ein Erdbeben besiegen. Das ist nun die Frage aller Fragen. Steinhagel. Genau, ich muss mir komplett das Maximum an Energie holen. Na, und noch eine Kaskade überleben. Okay.
Das wird dich aber nicht besiegen, oder? Und die Kaskade besiegt mich. Dampidam. Oh, okay. Ja gut, ich höre ja schon auf. Ich gebe ja schon auf. Ich hab's verstanden. Ich habe es wirklich verstanden. Genau, das wäre... Das sind all diese Teams. Macho, Relaxo, Valreiser. Ich sag's euch, Leute. Wenn ihr Punkte machen wollt, nehmt das. Ich habe keine Ahnung, was da gestern los war. Da bin ich nicht mal positiv gegangen mit dem Team. Und das kommt nicht unbedingt so häufig vor, aber das ist eben genau darauf unter anderem ausgelegt. Mammutl als Wechsel ist aber gar nicht so verkehrt. Kann Schilde ziehen, die Gegner müssen oft noch eine Ladeattacke da irgendwie reinlanden davor, dass sie garantieren können, den Wechsel zu behalten. Ne, kann man mal machen. Die Posen noch immer nicht behoben. Ist ja... Ich meine, auch gut für mich gerade vorne, aber Macho. Yo, ich dachte es mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich reingehen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich reingehen soll. Nein, Monetico. Ich dachte, ich kann Spukball oder so abfangen. Nein, Monetico vernichtet mich. Fokusstoß immerhin, okay. Mhm. Boah, ich dachte echt, ich kann Spukball abfangen. Vielleicht habe ich es auch falsch getimt. Heieieiei. Aber gegen Monetico muss man, finde ich, nicht unbedingt vorbereitet sein. Okay. Das hat mal geklappt. Seht euch die WP des Gegners an. Alter Schwede, was hat denn der für IV? Das ist vielleicht in die Richtung von einem 100er, oder? Das ist mal nicht verkehrt. Okay, ich gehe hier, glaube ich, relativ schnell rein, weil eigentlich, ich habe ja keine Ladeattacke gegen Monetico eingesetzt. Uff, Monetico wirklich ganz böse. Da kommt ein Schild, okay. Eieieiei. Kraftkoloss. Der Kraftkoloss von Rhodos kommt hier gleich wieder reingeflattert. Das Monetico gefällt mir gerade echt gut bei dem Gegner. Na und... Ja, aber immerhin mit Pulverschnee kann das Mammutl, glaube ich, nicht runterfarmen. Oh nö! Ich weiß gerade nicht, ob der Gegner was macht oder ob das nur hier so... Ah, okay, der Gegner hat schon was gemacht. Wie kam eine Drachenroute an, wenn der Gegner nach einer Sofortattacke von mir kaputt ist? Egal, wissen wir nicht. Also wissen wir alles leider noch immer nicht. Na, so wie die vergangenen Male auch, wo ich dann Dreier-Moves und so bekommen habe. Yo, das ist Niantuk. Die Go-Battle-Liga. Boah, wenn ich das gewusst hätte, ich besiege dich einfach mit Sofortattacken. Habe ich falsch eingeschätzt, aber... Monetico hat mich auseinandergenommen. Das Monetico war wirklich mal fein, weil... so Stahl? Aber dieses andere Stahl-Pokémon... wo man mit Kampf beispielsweise nicht dagegen ankommt. Und ja, na, all solche Geschichten. Das ist wirklich cool. Hätte ich nicht gedacht. So, ja. Na und es sieht fein aus. Also verwendet das mal. Wenn ihr das so Spaß gepusht habt, kann man mal wagen. Was war das für ein Team? Kryptomammutl vorne mit Monetico. Na und Dragoran hinten. Ja. Da vorne verliert man hart gegen Kampf, hinten drin Antwort gegen Kampf, dann vorne verliert man auch gegen Kaskaden-Garados, hinten drin kommt man vielleicht nicht so schlecht an. Okay. Nö, das mit Stalupo, ich meine, die sind gerade in jedem Team, das mit Stalupo habe ich nicht bedacht. Das ist eigentlich auch ein sehr böses Pokémon gegen mich. Ich... wollte gerade sagen, ich versuche herauszufinden, wer den Gleichstand gewinnt. Ich hätte so gehofft, ich bin es, aber ich bin's nicht. Und wenn der Gegner jetzt nicht schildert, habe ich richtige Probleme. Ah, ich weiß, ich... Okay, der schildert aber. Dann 2, 3, 4. Ich meine im Grunde, wenn er den Wechsel holt, ich habe nochmal Eis gegen... Dragoran, du kannst gerne den Wechsel holen. 6, 7, okay.
Nö, aber wir machen so und hoffen, dass der Gegner nicht abfängt. Wir machen so und hoffen, dass der Gegner nicht abfängt. Drücken hier direkt. Alles klar, aber nun haben wir das Problem. Dragoran kann dann Kraftkoloss noch notfalls einsetzen gegen Valreiser. Wie viele Sofortattacken habe ich bei Metagross gemacht? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Ich hatte so in der Vermutung, dass der Gegner auch abfangen will. Hat er nicht getan. Gegner ist bei null. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Okay, Moment mal, der Gegner ist bei 8. Oder? Der hat kein Erdbeben ready. So, jetzt muss ich mich hier besiegen lassen. Und obwohl... Oh, Moment mal. Bin ich dann in Sternenhieb-Reichweite? Nein, ich bin dann in Sternenhieb-Reichweite. Und der Gegner hat Best Buddy und ich dachte mir, weil PvP juckt mich gerade nicht so, also auf kompetitiv angelehnt... Ich mache nicht Best Buddy rein. Nein. Aber das ist nur Sternenhieb, das ist nicht Erdbeben. Ja, da machst du nichts. Da passiert hier leider wirklich nicht viel. Nein, keine Ahnung. Oh, hatte nicht mal Best Buddy aktiv. Das heißt, wenn ich es genommen hätte, hätte ich den Gleichstand garantiert gewonnen und den Kampf auch garantiert gewonnen. So ist es nun mal. Macho ultra stark. Stalobor überall und manche Stalobor haben sogar dann noch ein Mammutl hinten drin für die Folge. Soll es mal gewesen sein.